Die Krise der amerikanischen mittelgroßen Regionalbanken kommt nicht aus dem Nichts, sondern mit Ansage. Aber die US-Notenbank Fed ignorierte die Warnungen, weil man völlig fokussiert war eben auf die Großbanken, auf die JP Morgans, auf die Bank of America, Citigroup und so weiter und so fort. Und so hat man letztendlich diese mittelgroßen Banken komplett aus den Augen verloren, hat keine Stresstests gemacht, hat die einfach so laufen lassen, hat gedacht, das wird schon alles. Dann aber stiegen die Zinsen an und dieser Anstieg der Zinsen, der trifft diese Regionalbanken eben besonders, weil die Kunden schneller Gelder abziehen von diesen Banken, als diese überhaupt gucken können. Aufgrund der neuen digitalen Möglichkeiten ist das innerhalb von Sekunden erledigt, was früher richtig aufwendig war. Und jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Wird die Fed jetzt in Reaktion auf diese Krise der Banken, der vor allem der Regionalbanken, der mittelgroßen Banken, durch Zinssenkungen reagieren? Denn eigentlich ist das die einzige Chance, diese ganze Geschichte in den Griff zu kriegen. Erst wenn du die Zinsen senkst, dann senkst du auch die Renditen, die es anderswo gibt. Dementsprechend müssten die Regionalbanken dann nicht fürchten, dass weitere Gelder von ihnen abfließen und sie dann immer mehr in Liquiditätsengpässe kommen. Aber schauen wir uns diese ganze Geschichte an. Hier. 2019, Juli, 16. Juli, ein Brief, der die Fed und auch die Einlagensicherung FDIC ganz klar gewarnt hat, dass das ein riesen Klumpenrisiko ist, was hier gerade bei den mittelgroßen Banken lauert. Und das ist jetzt nicht ein Brief von irgendwem, sondern der ist unterschrieben von Paul Volcker, ehemaliger Fed-Chef, dann Sheila Bair, auch eine hochrangige Aufseherin. Das sind ehemalige Zentralbanker, die sich hier besorgt gezeigt haben, die also gesehen haben, was da kommt, und die haben ihre Kollegen dann versucht, dann darauf hinzuweisen, aber die Fed hat einfach weitergemacht, hat weiter sich sehr stark auf die großen Banken praktisch fokussiert. Und hier dann dieser Brief, es ist unklar, ob die Bankautoritäten sich wirklich vorbereitet haben auf die Pleite von regionalen Banken. Wie wir jetzt wissen, hatten sie sich nicht vorbereitet, daher diese panischen Reaktionen. Man hat ja dann am Sonntag praktisch diese Einlagensicherung erklärt für alle Konten bei der Silicon Valley Bank, hat dann gleichzeitig die Signature Bank abgewickelt an einem Wochenende. Also da ist natürlich viel Hektik gewesen. Das deutet darauf hin, dass da keine wirklichen Vorbereitungen gemacht wurden, obwohl die Warnungen ganz klar waren. Hier schon der damalige Chef der FDIC, Martin Grünberg, der vor 4 Jahren bereits gesagt hatte, dass die Regionalbanken zu wenig beachtet werden. Regionalbanken meint er zwischen 50 und 500 Milliarden Bilanzsumme. Also die Silicon Valley Bank hatte etwa 200 Milliarden, Signature ein ganz bisschen weniger. Also genau in dieser Größenordnung ist das drin. Und vor allem ihre Reliance on uninsured deposits has potential systemic consequences. Also ihre Abhängigkeit von Kundeneinlagen, die aber wiederum nicht versichert sind. Und das haben wir ja gesehen. Alles über 250.000 Dollar in den USA ist nicht versichert. Dementsprechend haben dann vor allem Firmenkunden, die mehr als diese 250.000 Dollar auf den Konten haben, die haben das dann abgezogen und haben eben das vor allem in Geldmarktfonds gepackt. Also es war eigentlich klar, was hier passieren kann. Man hätte sich zumindest darauf vorbereiten können. Und es gibt allein in Washington über 12.000 Bankaufseher. Das muss man sich mal vorstellen. Washington ist gar nicht so groß, aber hier ist eine riesen Kohorte eigentlich an Leuten, die sich um diese Themen kümmern. Genauso wenig hat man hier Vorsorge getroffen, die Dinge erkannt, wie damals bei Bernie Madoff. Anderes Ding, das war ein Betrugssystem. Aber auch da gab es ganz klare Warnungen. Gab es einen Banker, der ein Top-Mathematiker war, der versucht hat, den Aufsichtsbehörden klarzumachen, das kann gar nicht sein, was da bei Bernie Madoff stattfindet. Und die haben es weiter ignoriert, haben gesagt, ach, nerv uns nicht, wir haben genug zu tun mit dem Nichts. Tun. Dementsprechend ist das also wieder mal ein weiteres Scheitern, ein weiteres Versagen von Aufsichtsbehörden, die letztendlich wieder mal weggeschaut haben und nicht erkannt haben, was eigentlich der Fall ist, die letztendlich ihren Job nicht gemacht haben. Jetzt steigen die globalen Finanzrisiken, so hat das die IWF-Chefin jetzt bezeichnet. Rapid Transition von einer Niedrigzinsphase in eine Höherzinsphase. Klar, das bleibt nicht ohne Folgen. Und Bill Gross, ehemaliger PIMCO-Chef, sagt ja, die ganze Kreditsumme jetzt so bei 85 Billionen,
müsste sich um 4 Billionen Dollar weiter ausweiten pro Jahr, 4 Billionen pro Jahr, damit überhaupt das BIP konstant bleiben kann. Denn dieses BIP, die Wirtschaftsleistung, ist letztendlich komplett abhängig von Kreditausweitung. Wenn wir aber Kreditkontraktion haben, und das ist das, was wir derzeit tendenziell sehen, denn vor allem die Regionalbanken, die müssen jetzt jeden Penny irgendwie sichern, die wollen eher nicht mehr Kredite vergeben, weil ihr Eigenkapital, weil das, was sie an Kapital überhaupt noch haben, ist Gold wert im Prinzip. Also wie soll das jetzt gehen? Wie soll diese Kreditvergabe weiter expansiv sein, damit Wirtschaft nominal weiter wachsen kann? Das ist die große Frage. Hier sehen wir mal eine Balance Sheet der Fed, jetzt 400 Milliarden gewachsen, wieder in 2 Wochen. Eine große Diskussion, ist das Quantitative Easing oder ist es kein Quantitative Easing? Jerome Timmer, sagte, wie ich es auch denke, das ist ein Riesenunterschied zwischen Open-Ended Asset Purchases, also dem Willen der Fed, über Asset-Käufe, vor allem von Anleihen, Liquidität in die Märkte zu spülen, letztendlich die Kreditkonditionen aufzuweichen, lockerer zu machen. All das ist hier eigentlich nicht vorgesehen, sondern es ist letztendlich ein Notfenster, mit dem sich Banken hier Dollars beschaffen, die sie brauchen, weil eben die Mittel abgeflossen sind von ihren Konten. Und vor allem diese Banken zahlen ja auch Zinsen dafür, und zwar gar nicht wenig. Hier rechts war mal so eine Darstellung, wie das Ganze aussieht. Was wird die Fed jetzt machen? Zinsen senken, ja oder nein? Jeff Kundlach, der Bond-Guru, sagt ja. In wenigen Monaten werden wir Zinssenkungen sehen, weil wir eine Rezession sehen. BlackRock dagegen sagt, nein, die Märkte irren sich. Die Fed wird die Zinsen nicht senken. Und wenn wir uns jetzt mal so ein paar Realtime-Indikatoren in Sachen Inflation anschauen, für den März, dann sehen wir, das ist weiter sehr, sehr hoch. Da dürfte jetzt eigentlich weiter durchaus ein gewisser Inflationsdruck sein, sodass Zinssenkungen eben vor allem schwierig werden. Gucken wir uns jetzt mal die Fed Fund Futures an, wie die Sache sehen für die Mai-Sitzung der Fed. Ein Zinsschritt von weiteren 25 Basispunkten nur 37,4%, dagegen 62,6%, dass da gar nichts passiert. Und vor allem, was hier Fitch auch sagt, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, größere Firmen haben mit diesem Zinsanstieg weniger Probleme als kleinere Firmen. Hier dürfte es größere Probleme geben als eben bei den großen. Das ist sozusagen das Gesetz. Die letzten beißen die Hunde, die kleineren haben größere Probleme. Was wir sehen, vor allem bei den kleinen, ist Problem. Hier sehen wir etwa High Yield, also diese Junk Bonds. Da passiert praktisch gar nichts mehr. Es gab keine Emissionen von neuen Unternehmensanleihen mit schlechterer Bonität. Das zeigt den Stress im System. Das heißt, diese kleineren, meistens schwächer bonitären Firmen, die können sich kaum mehr refinanzieren. Die können nicht mal an den Markt gehen, weil der Markt sagt, spinnt ihr jetzt in dieser Situation mit solchen Emissionen da rauszukommen mit solchen Unternehmensanleihen. Hier sehen wir mal die extreme Volatilität bei der Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihe. Hier gibt es von der St. Louis Fed einen Financial Stress Index, der extrem hoch ist. Der ist höher als in den letzten Jahren, nicht ganz so hoch wie jetzt bei Corona. Aber normalerweise müsste der VIX, also die erwartete Volatilität der S&P 500 Aktien in den nächsten 30 Tagen müsste höher werden eigentlich, oder müsste höher liegen, als es tatsächlich der Fall ist. Und für die Fed jetzt ganz wichtig, ja, in was für einem Szenario sind wir? Kommen wir jetzt in ein Szenario einer Stagflation, wo praktisch der Preisdruck da bleibt, also die Inflation hoch bleibt, aber auf der anderen Seite die Wirtschaft stagniert oder sogar kontrahiert, also schrumpfen wird? Das ist die große Frage, denn in solch einem Szenario bist du als Notenbank dann komplett machtlos. Das killt eine Zentralbank, wie hier dieser Twitter-Kommentar sagt, because fighting one thing in stagflation makes others worse. Also wenn du versuchst, ein Problem zu bekämpfen, dann machst du die anderen Probleme eben noch schlimmer. Versuchst du also die Wirtschaft anzukurbeln in diesem stagnationären oder kontrahierenden Wirtschaftsumfeld, dann schüttest du Liquidität ins System, machst die Inflation schlimmer. Wenn du die Inflation bekämpfen willst, musst du eigentlich Liquidität entziehen. Das macht wiederum die Wirtschaft oder schafft wiederum der Wirtschaft Probleme. Das ist genau der Punkt, vor dem die Fed jetzt steht. Gestern haben wir gesehen, ja, ein Revival von Bankaktien, eher raus die Kapitalströme wieder aus den großen Tech-Aktien rein in die Bankaktien, hatte ich gestern im Marktgeflüster gezeigt. Hier sehen wir,
Jetzt eine interessante charttechnische Konstellation bei der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Geht das nach oben? Bricht das nach oben aus? Gestern hatten wir ja schon eine etwas größere Bewegung nach oben gesehen. Und hier nochmal vor allem die Volatilität am Devisenmarkt, vor allem aber am Bondmarkt, also am Anleihenmarkt, gemessen am Move-Index. Extrem hoch, der VIX dagegen, der dümpelt da unten rum. Also es würde mich nicht überraschen, wenn diese Nervosität, die wir im Devisenmarkt sehen, vor allem aber im Anleihenmarkt sehen, früher oder später auch dann auf die Aktienmärkte übergehen würde, wenngleich ein gewichtiges Gegenargument, meine Damen und Herren. Jim Cramer hat doch tatsächlich gesagt, dass die Übernahme der Pleitebank Silicon Valley durch First Citizens jetzt nicht das Bankrun-Problem löst. Und das macht mich richtig nachdenklich, wenn Jim Cramer sagt, das Problem ist nicht gelöst. Dann ist das Problem gelöst, offenkundig. Das sagt auch Inverse Cramer. Also der sicherste Kontraindikator, der immer recht hat, nur eben andersrum. Der sagt, diese Bankenkrise ist vorbei. Das hat mich heute Morgen ziemlich nachdenklich gemacht. Vielleicht kommt der Stress oder kommen Probleme aus anderen Sektoren. Nehme ich hier mal die Assets, die gehalten werden von Finanzinstitutionen ohne Banklizenz. Hier sehen wir, das ist kontinuierlich nach oben gegangen. Und hier sehen wir also ein Segment, das unreguliert ist. Da könnte sozusagen die nächste Bombe herausfliegen aus dieser Geschichte. Eine Zeitbombe ist schon mal sicher, das sind diese Commercial Real Estates, also Gewerbeimmobilien. Hier sehen wir 2,5 Billionen müssen hier refinanziert werden. Wir sehen, die haben Probleme allein durch den Zinsanstieg. Dann haben wir hier die Probleme durch Corona, veränderte Arbeitsverhältnisse, etwa 2/3 nur die Belegung dieser Commercial Real Estates. Und so sagt eben JP Morgan auch, für uns ist dieser Stress auch wichtig für die Märkte insgesamt, denn das wird sozusagen diese Bankschocks letztendlich permanent machen. Dementsprechend sehen wir oder erwarten wir, dass die Aktienmärkte auch im ersten Quartal ihr Hoch dann erst einmal erreichen werden. Und wenn wir jetzt mal kommen zu diesem Soft Landing oder No Landing Motiv, was ja lange der Fall war, dann schauen wir uns mal an, was Jesse Felder hier super rausgearbeitet hat, nämlich die konjunktursensitiven Bereiche, Sektoren innerhalb des S&P 500, erstmal Transport, Booms geht nach unten, Materials, Booms geht nach unten, auch das natürlich konjunktursensitiv, Retail, Einzelhandel, Booms geht nach unten, Small Caps, die ja sehr stark auf die amerikanische Binnenwirtschaft fokussiert sind, mit einem Anteil etwa von 25% an Finanzaktien, vor allem diese Regionalbanken, den hat es besonders erwischt gestern, dann die Gegenrally. Aber wir sehen sehr unwahrscheinlich, was diese Charts uns sagen, dass wir hier ein Soft Landing bekommen. Hier unten sehen wir nochmal das KRE-ETF, also dieses ETF über die Regionalbanken. Da haben wir dann diesen Move nach oben gesehen, aber dann ein unschöner Schlusskurs. Also so richtig überzeugend ist das noch nicht wirklich. Wir sehen hier oben den S&P 500 in dieser Rising Wedge. Kommt man jetzt über diese Abwärtstrendlinie drüber oder rutscht man nach unten durch? Dann wäre das eine bärische Wedge. Das ist die große Frage. Die gleitenden Durchschnitte rücken immer mehr zusammen. Da kommt etwas, da kommt eine größere Bewegung. Hier sehen wir nochmal den S&P 500. In anderer Zeitebene, wie man kämpft um diesen Aufwärtstrendkanal, oben mit der potenziell bald negative Divergenz im RSI, aber wir haben hier wieder Jumius Cramer, Jim Cramer, der schon im Jahr 476 sehr bullisch auf Rom war, dementsprechend ist das natürlich letztendlich bullisch zu sehen. Hier sehen wir nochmal den Triple Q, maßgebliches Nasdaq ETF. Ähnliche Struktur, wie sie schon im Februar mal hatten, tiefere Hochs. Dieses eher negative Chartbild würde erst aufgehellt, wenn wir jetzt mal ein höheres Hoch machen, also über das Verlaufshoch, das wir zuletzt gemacht haben, wieder mal drüber kommen würden. Und für mich so ein Posterchild dieser Überbewertungen im Tech-Sektor ist Nvidia. Hier haben wir ein Kursgewinnverhältnis von über 70. Auf der anderen Seite haben wir eine Firma, deren Umsätze latent sinken, nicht steigen. Also keine Wachstumsstory. Und schauen Sie sich mal die Inventories an, also praktisch die Lagerhaltung, 100% gestiegen. Das heißt, die produzieren auf Halde. Aber es reicht Ihnen scheinbar irgendwie KI zu sagen und schauen, was, er hat KI gesagt, kaufen. Das ist sozusagen das Muster, das aber perspektivisch eben nicht funktionieren wird. Kommen wir nochmal in die Europa, meine Damen und Herren, und da sehen wir, wir haben hier auch erhebliche Mittelabflüsse von europäischen Banken im Februar.
Also bevor der ganze Stress losging mit Silicon Valley Bank und vor allem auch Credit Suisse, hier sind 71,4 Milliarden Euronen abgezogen worden im Februar, der größte Rückgang der oder größte Abzüge seit Abflüsse seit 1997. Die Household Deposits sind um 20,6 Milliarden gefallen, größter Rückgang seit dem Jahr 2003. In den letzten 5 Monaten 214 Milliarden Euro hier abgezogen worden. Also, was ist da los? Wie gesagt, das war alles vor Credit Suisse, alles vor den kürzlichen Turbulenzen, auch um die Deutsche Bank herum mit den Credit Default Swaps und vor allem auch vor dem Stress der US-Regionalbanken. Abschließend hier nochmal der Standort Deutschland. Der Mythos von der Deindustrialisierung ist wiederum ein Mythos, wie ihn zum Beispiel Marcello Fraccherino hier benennt. Das ist doch gar nicht der Fall, wir müssen noch ein bisschen woker werden, dann wird schon alles besser. Hier sehen wir mal auf ins Ausland, 58% oder ist es 56%, meine Augen, meine Damen und Herren, ich bin immer der Jüngste, sagen der befragten Unternehmen, ja, sie würden die USA als Investitionsstandort bevorzugen. Kein Wunder, durch diesen Inflation Reduction Act gibt es massive Anreize, auch für deutsche Firmen da zu investieren. Wie Daniel Stelter sagt, es ist so bitter, Merkel hat die guten Jahre nicht genutzt und das Land vergammeln lassen, ohne Vision. Das war sozusagen permanentes Management einer aktuellen Situation, ohne wirkliche Idee, wo das Ganze hinsteuern soll. Jetzt gibt die Ampel dem Land den Rest. Ja, so ist es wohl. Es ist ein Crash sozusagen der deutschen Wirtschaft in Zeitlupe, fühlt sich nicht so an, ist aber letztendlich ein Prozess, der sich eben weiter fortsetzen wird. Drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Euro Rally, 1,10er Mark in Sichtweite bei Euro-Dollar. Die EZB jetzt der letzte Hawk. Naja, ich bin der anderer Ansicht. Ich glaube, dass die EZB so schnell umfällt, wenn die Fed eine geldpolitische Wende macht. So schnell kann man gar nicht gucken. Aber interessant, wie derzeit die Wahrnehmung an den Märkten ist. Hier Analysten, Großbanken beschreiben so ihr Szenario. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung. China, Wirtschaft von Euphorie zur Ernichterung. Hier mit absoluten Insider-Informationen, was da jetzt läuft in China. Hochinteressant, da ist praktisch eine Entkoppelung. Amerikanische Firmen versuchen sich so weit zurückzuziehen, wie es geht. Die einzigen, die da noch einigermaßen am Start sind, sind die deutschen Firmen. Die Brücke Chinas in die EU ist in Deutschland. Hier sind extrem wichtige Informationen, wie ich denke. Zweite Empfehlung und dritte Empfehlung, meine Damen und Herren. Hier mal auf Deutsch. Wie die Fed den Ablauf und die Gründe der Pleite der Silicon Valley Bank erklärt. Also drei echte Must-Read-Artikel, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste und sage Servus, ciao.